Hallo Leute und willkommen zurück. So. Wir sind auf Platz 1. Okay. Aber mal einen diplomatischen Überblick verschaffen. Ja, läuft. Letzte Folge waren wir noch, ich glaube, auf Platz 3. Ja, wunderbar. Und jetzt strategisch wollen wir weitere Planeten kulturell übernehmen. Aber wollen da keine Kriege erklären, weil wir sind Händler. Und ja, Kriege verderben das Geschäft. Oh, und jetzt haben wir hier angefangen, unsere drei Planeten in der Mitte der Karte mit Kulturbasen zu umbauen. Das werden wir auch weitermachen. Da sind jetzt schon drei Kulturbasen. Und die geben jeweils plus 233% auf unsere Planeten. Und das sehen wir entsprechend hier. Also die Kulturmodule werden jeweils dreimal angewendet. Ja, das wird schon in ein paar Runden hier sehr schön aussehen. Agran 5 ist okay. Kraftwerk. Ja gut, dann kriegt er hier ein Fusionskraftwerk. Oder? Na ja. Konsulat. Konsulat ist auch okay. Aber noch ein bisschen mehr Einfluss. So. Ja, Versorgungsschiffe fliegen hier zur JHL3. Da wird halt noch die Assimilationsstiftung gebaut. Die gibt dann also selber schon ganz gut. Gibt halt auch einen sehr guten Angrenzungsbonus. Plus 3 auf Einflussgebäude. Sternbasen müssen immer drei Felder Abstand voneinander haben. Wir hier mal das Ganze aus. Die
Tiefen des Alls Sternbasis. Da auch nochmal. Ah, wir brauchen viel Promethion für unsere Kulturgeschichte. Okay, die Onyx möchte, dass wir mit dem Kord klar einen Krieg führen. Das machen wir aber nicht. So, jetzt können wir unsere Reliktmodule aufwerten. Ja, hier oben kann man unsere Bewegung auf Hyperbahnen nochmal beschleunigen. Aber schauen wir uns hier nochmal die weiteren Kulturforschungen an. Aldra 1. Okay. Produktion verbessern. Mal auch noch bekommen. Aber wir sehen, wie das Promethion schwindet. So. Auch noch drei Runden. Boah, was haben wir hier? Zufrieden sind sie? Bevölkerung erhöhen nochmal ein bisschen.
Verwaltungszentrum. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist ein Kulturgebäude. Ah, und das Verwaltungszentrum ist auch noch ein Kulturgebäude, okay. Ah, Kultur ist jetzt wichtiger. So. Eins, zwei, drei. Ah, verzählt. Das geht nicht. Perfekt wäre halt der Planet, aber das geht natürlich noch weniger. Turing. Das ganze Spielchen nochmal. Ey, kalt ist uns ausgegangen, okay. Nicht schlecht, vom nächsten Jahr dann auch kalt. Kein Planet mehr. Keine Credits mehr. Aber wir kriegen hier eine Runde 1000 Credits. Spionage. Ja, machen wir es so. Und ja, Promethean. Schauen, ob wir irgendwo Promethean herbekommen. Ihr verfolgt den Forschungssieg. Aha, jetzt werden die Gegner stinkig. Kein Promethean.
kein Promethean. Ihr verfolgt den Forschungsweg, jo. Wir werden uns bald alle den Krieg erklären. Was soll denn dafür haben? Ne, okay, dann nicht. Mit hören. Ja. Gibt's nichts zu holen. Außer Credits. Die haben halt nur einen Planeten. Also. Den können wir ruhig. Mit sehr viel an Forschung geben. Okay, dann nicht. Naja, gut, fast kein Promethean bekommen. Da kann man einmal upgraden. Moral plus 26% auf allen Planeten. Aufstiegskristall. Naja. Forschung. Immer Forschung.
Okay, kostet 5 Durant. So. Ah, gut. Ja gut, dann war Credits. Oder Konsulat. Konsulat. Quantenenergieanlage. Doranze und Elerium. Ja, okay. Fusionskraftwerk. Ah, Verwaltungszentrum und einmal Konsulat. Okay, ja gut, wenn wir jetzt hier kein Problem mehr, dann lassen wir es erstmal sein mit weiteren Kulturbasen. Und rüsten uns militärisch auf. Eins, zwei, drei. Aber da geht halt schon nichts mehr.
Eins, zwei, drei. Ja, du rannst zum alle. Marktzentrum, das Aufwerten, das gibt dann nochmal einen Bevölkerungsbonus. Oh, die zerstören wir. Okay, da kann ich ja noch richtig austoben. Achso, meine Zonenstiftung ist fertig. Einflussproduktion pro Runde 432,9. Verwaltungszentrum bekommt dann plus 15. So. Ja, immer wenn wir fünf davon haben, können wir einen neuen Spion bauen. Ja, wir nehmen die 20 Punkte in pragmatisch. Jawohl, und jetzt können wir ein Langzeitprojekt abschließen. Handelsrouten Diplomatie plus 1.
Alternativ können wir auch sagen, jemand wird uns innerhalb der nächsten 50 Runden den Krieg erklären. Wir werden uns nämlich sonst alle jetzt bald den Krieg erklären. Weil wenn man am Gewinnen ist, erklären die NPCs einem den Krieg. Ja, wir machen das mit der Handelsrundendiplomatie. Und wenn sie uns den Krieg erklären, dann wehren wir uns halt. Okay, das machen wir jetzt nicht. Wir haben keinen Duranzer mehr. Also fast keinen Duranzer mehr. Ich würde da auch noch gerne versorgen. Ein Hypergate reinsetzen. Und wir können die Steuern wieder erhöhen. Okay, wie sieht es jetzt hier aus? Einflusswachstum pro Runde 663. Und das wird halt noch viel besser. Schade, dass wir kein Arboretum haben. Jetzt könnten wir die Sachen ja auch noch bauen. Okay, Leute, dann machen wir mit dem Projekt beim nächsten Mal weiter. Aber das müsste ganz gut abgehen. Ja, hier auch. Knapp 650 Einfluss pro Runde. Und hier 403. Okay. Alles klar, Leute. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.